Dies ist ein kurzes Antwortvideo auf eine spezielle Frage und davon wird es künftig mehrere geben, weil ich weiß gar nicht, wo in welchem Video ich schon mal irgendein Thema hatte und deswegen weiß ich auch nicht, ob hier wie in dem Kommentar von Jörg das Thema schon mal behandelt wurde von mir. Er erinnert mich daran, dass ich eben ein Video machen wollte zu Staatsangehörigkeiten in Böhmen oder Mähren. In diesem Kommentar wird aber direkt darauf angesprochen, 1913, und das würde ja nur sinnvoll sein, wenn Böhmen oder Mähren eine deutsche Staatsangehörigkeit hätte, eine Bundesstaatsangehörigkeit, weil das Reichs- und Staatsangehörigkeit das Ausfertigungsdatum 22. Juli 1913 trägt. Die Frage ist sehr einfach zu beantworten, wozu Böhmen und Mähren gehörte. Es gehörte zu Österreich. Hier ist die Karte von dem Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn. Und im Grunde genommen wäre die Frage beantwortet. Natürlich gab es kein Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in Österreich-Ungarn, also im Kaiser- und Königreich, das bis 1867 noch Kaiserreich Österreich hieß. Und nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen, das war eine Reichsexekution damals mit anderen Verbündeten, mit Hessen und Hannover, dem Königreich Hannover und anderen, wollte man eine Reichsexekution gegen Preußen durchziehen und hatte den Kürzeren gezogen. Gut, und danach hieß es dann eben Kaiser und Königreich. Vorher hat es nämlich noch Bestrebungen gegeben für ein Großösterreich. Ne? Dann wären wir heute nämlich alle Österreicher und hätte es diesen Krieg von 1866 nicht gegeben, sähe das Ganze so aus, wie auf dieser Karte hier. Nun, dazu ist es nicht gekommen. Also muss man nochmal die Frage klären, ist das denn so einfach zu beantworten, die Frage, ob eine Staatsangehörigkeit Böhmen oder Mähren gebunden ist an das Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn. Und das ist ganz schwer zu erklären, weil schon während des Ersten Weltkrieges gab es Auflösungserscheinungen. Also es war klar, dass nach diesem Kriege einige Einzelstaaten aus dieser Doppelmonarchie hervorgehen würden. Und dafür gab es dann verschiedene Vorschläge. Und am 30. Mai 1917 bereits hatten die Völker Österreich-Ungarns erklärt, dass zum Beispiel die Polen nach Galizien wollten, also für den neu entstehenden polnischen Staat. Dieser existierte schon in dem sogenannten Regentschaftspolen, welches vom Deutschen Reich und Österreich-Ungarn gegründet wurde, basierend auf dem, was 1815 beim Wiener Kongress bestimmt wurde als Friedensordnung für Europa. Das darf man nicht vergessen. Und aus diesem Text geht eben ganz klar hervor, dass die Deutschböhmen und die Deutschmährer wollten das von den Tschechen beschworene frühere böhmische Staatsrecht nicht anerkennen, da sie befürchteten, in den Ländern der böhmischen Krone als Minderheit unter tschechischer Herrschaft zu geraten. Ja, nun, die Tschechen wollten aber eben einen tschechoslowakischen Staat anstreben. Ja, das ist eben das Problem hier. Und dann kam eben das Kriegsende mit den ganzen Verhandlungen, diese sogenannten Pariser Vorortverträgen. Also bei uns war das zum Beispiel Versailles und bei uns ist es auch sehr klar, das Ding wurde nicht unterschrieben. Und wer irgendein Problem damit hat, dass zum Beispiel die Weimarer Republik oder sowas, dass das irgendwie was völkerrechtlich Anerkanntes sei, der möge sich nur nochmal diesen Text hier durchlesen. Der mitgereiste Journalist Schiff hatte eben ganz klar beschrieben, und das wurde auch von anderen beschrieben, dass diese Leute, diese Delegationen von der Weimarer Republik, schlicht und ergreifend gefangen gesetzt wurden. Die durften gar nichts sagen und durften nur in Erscheinung treten, als das von den Franzosen und den Engländern ausgekungelte Vertragswerk, was gar kein Vertrag sein kann, dass sie das denn eben unterschreiben. Bei uns ist das ziemlich klar und bei den Österreichern und Ungarn ist das überhaupt nicht klar. Hatte auch die USA bei uns nicht unterschrieben, sondern eben Separatverträge gemacht, 1921, ebenso mit Ungarn, ebenso mit Österreich. Ja, aber zum Beispiel Österreich, die wussten gar nicht, was ist Österreich. Ja, zum Beispiel das Burgenland hier, ne, das ist so ein ganz kleiner Streifen. Österreich ist in Vierteln aufgeteilt, also Waldviertel, Weinviertel und was da sonst noch so für ein Geröll ist hier, Alpen und so und keine Ahnung. Das ist eigentlich Ungarn, aber das wurde dann Österreich zugeschlagen und Tirol wurde abgetrennt und so weiter. Die Österreicher wussten nicht, wie Österreich aussieht am Ende des Ersten Weltkriegs. Und die Ungarn wussten auch nicht, wie Ungarn aussieht. Und hier haben wir ganz viel Konfliktpotenzial bis heute hin. Und in Ungarn kann man das heute noch merken,
Deswegen, also diese, zum Beispiel der Vertrag von Trianon, ja, was die Ungarn nun betrifft, der wurde nicht unterschrieben von Japan, von USA nicht, von Portugal nicht, also und noch ganz viele anderen kriegführenden Mächten. Deswegen weiß man nicht so genau, was diese Pariser Vorortverträge, wie sie ja genannt werden, was bei uns dann Versailles gewesen ist, was die eigentlich für einen Stellenwert haben. Also eigentlich kann man nur sagen, da sind irgendwelche Treuhänderschaften vergeben worden von einigen Siegermächten, also mit anderen Worten, ein Firmenkonstrukt, eine Geschäftsführung oder sowas. Mehr ist das nicht. Also was Staatsrechtliches ist da nicht rausgekommen. Deswegen die Anerkennung der Tschechoslowakei als Staat, nun, die hat sich ja inzwischen auch aufgelöst, also in zwei Teile geteilt, in Tschechien und Slowakei. Ob das alles einer näheren Überprüfung standhält, das muss man wirklich hinterfragen. Also diese Videos zu solchen Fragen, die werden deshalb gemacht, und das ging ja schon aus dem Text hervor, ich kann das gar nicht so genau sagen, welche Staatsangehörigkeit haben nun Böhmen und Mähren. Ich weiß es nicht. Ja, und hoffe auf Kommentare von Leuten, die vielleicht einiges dazu beitragen können. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.